Die moderne Version, oder? Ja, genau. Wie Kunsthandwerk. Ja. Ja, wir sind ja eine Stadt, die Leseförderung sehr ernst nimmt. Wir unternehmen große Anstrengungen mit unserer Stadtbibliothek, in der über 150.000 Ausleihungen im Jahr zu verzeichnen sind, mit einem Bestand von über 30.000. Die sind aber alle in der Einrichtung. Es ist sehr schön, als weiterer Mosaikstein hierbei ein offenes Bücherregal für jedermann kostenfrei benutzbar zu erleben. Hier im Herzen der Stadt, an der kleinen Wernitz, an unserem Museumsplatz, gut erreichbar. Architektonisch ist es sehr schön gelöst worden. Und es ist vor allem auch eine ehrenamtliche Initiative von vielen, die sich zusammengetan hatten, federführend die engagierten Bürger Donauwörth unter der Leitung von Herrn Blechschmidt. Gottfried, ein herzliches Dankeschön dafür. Es ist wirklich sehr gelungen. Ich bin überzeugt davon, dass es auch gut angenommen wird. Gekommen ist die Idee aus meiner alten Heimatstadt Hof, wo ich das erste Mal ein Bücherregal gefunden habe oder gesehen habe. Und sofort die Idee kam, das muss auch in Donauwörth installiert werden. Und dann sind die Maschinen angelaufen mit Arbeitskreis, mit Firmen, die uns unterstützen wollten, unterstützt haben. Auch aber erst einmal gesucht. Und vier von denen muss man besonders hervorheben. Das ist einmal die Firma Breckenmacher, die Firma Airbus. Am meisten Arbeit hatte wahrscheinlich die Firma Glasstrobel. Und wer noch fehlt, ist die Firma Gebhardt, die meisten Sachen auch kostenlos zur Verfügung gestellt. Nicht zu vergessen, auch dann die Stadtbibliothek, die geholfen hat, das Regal zu befüllen. Sie machen die Klappe auf, suchen sich ein Buch aus oder vielleicht auch vorher schon, es ist ja alles Lesern. Schauen Sie das Buch an, nehmen Sie es mit, lesen es, können es wieder reinstellen oder Sie sagen einfach, Mensch, ich habe noch zwei, drei Bücher zu Hause, die ich nicht mehr brauche, stelle die einfach zur Verfügung. Dann gehört es aber nicht mehr Ihnen, sondern es gehört dem offenen Bücherregal und dann kann wieder jeder alles rausnehmen. Die Erfahrung zeigt aus anderen Städten, dass im Laufe der Zeit mehr Bücher rausgenommen werden, wie reingegeben werden. Dafür haben wir aber auch schon im Hintergrund unsere Stadtbibliothek von Donauwörth, die sich bereit erklärt haben, Bücher einzustellen, wenn das Regal mal leer werden sollte.